Warum die Bauwirtschaft sich schnell neu erfinden muss. Da sind, meine Damen und Herren, zwei Fragestellungen enthalten. Warum und warum schnell? Herzlich willkommen zu meinem Impulsvortrag. In den nächsten 15 Minuten möchte ich einen kurzen Einblick geben, was mich zu diesem Vortragstitel bewegt hat und was meine Gedanken sind. Jetzt werden Sie sich denken, was spricht ein Theoretiker einer Universität über die Neuerfindung der Bauwirtschaft? Ich war bis März diesen Jahres bei der Firma Herrnknecht tätig, Hersteller für Tunnelvortriebsmaschinen, und habe mich dann entschlossen, mich selbstständig zu machen, genau aus diesem Grund, weil sich die Bauwirtschaft neu erfinden muss. Und ich bitte Sie, genauso wie es Herr Pfefferkorn vorher gemacht hat, mir meinen Dialekt nachzusehen als Südtiroler, kann ich diesen leider auch nicht verstecken. Die Agenda, warum müssen wir uns neu erfinden, was müssen wir machen und mir hat es super gefallen heute am Panel. In der Früh, da kamen drei Fragen auf, die eigentlich dieses Warum schon mit beantworten und jedenfalls drei Gründe dafür liefern. Eine Frage war, wo entstehen Innovationshubs? Und vielleicht auch hier die Abgrenzung meines Vortrags. Ich spreche ganz klar vom Infrastrukturbau und dort nochmal vom Tunnelbau, obwohl der Tunnelbau ja schon durchaus Ähnlichkeiten mit dem restlichen Infrastrukturbau wie Spezialtiefbau und so weiter hat. Wenn wir jetzt vom Tunnelbau sprechen, dann entstehen Innovationshubs garantiert zu einem großen Teil außerhalb des Dachraums und auch außerhalb Europas. Es gibt kein Land, wo diese Innovationshubs per se dominant sind, sondern es gibt themenspezifisch kleine Innovationen und die sind einfach regional angesiedelt. Ich mache ein Beispiel von einer Tunnelbohrmaschine. Ein Versuch einer automatischen Steuerung für diese Maschine wurde in Kuala Lumpur beispielsweise erfunden. Oder wenn wir an diesen Green Deal denken, dort die Vorgaben, die strengsten Vorgaben im Sinne der Transformation, die kommen aus Italien. Insofern müssen wir, glaube ich, immer schauen, wo entstehen Punkte, die wir mitnehmen können, aus denen wir was lernen können. Und unsere Aufgabe ist es, vor allem als Europäer, weil wir auch einen anderen Spirit haben und eine andere Denkweise, die eigentlich es uns ermöglichen würde, anderen voraus zu sein, was wir leider nicht mehr sind, dass wir das Ganze zu einem großen Ganzen zusammenfassen. Die zweite Frage war, schauen wir auch auf andere Industrien? Meine Antwort darauf, wir schauen zu wenig auf andere Industrien. Wir sehen das an der Universität. Unsere große Stärke ist es, dass wir nicht den reinen Tunnelbau betrachten, sondern dort auch, was das ganze Thema Modellierung, digitale Technologien betrifft, immer einen Blick auf den Hochbau mitnehmen und ein Stück weit jetzt, wenn es um die Entwicklung von digitalen Zwillingen geht, auch auf die Automobilindustrie. Und es ist wahnsinnig interessant, man meint Hochbau und Tunnelbau, eigentlich sind die zwei Disziplinen nicht weit voneinander entfernt, weit gefehlt, denn im Tunnelbau sind viele Dinge unmöglich, die im Hochbau schon lange Stand der Technik sind. Dritte Frage, entstehen neue Geräte auch in Länder, die momentan eine Vorreiterrolle einnehmen? Die Antwort ist ganz klar ja. Auch hier ein Beispiel vom Tunnelbau, maschinellen Tunnelbau. Es gab vor 10 Jahren 6 oder 7 Hersteller weltweit. Mittlerweile teilen sich 3 Hersteller 95% des Weltmarkts. Und diese 3 Hersteller ist ein Europäer und 2 Chinesen. Und die Chinesen haben aber erst 2007 mit dieser Technologie begonnen. Und das, was dort gemacht wird, diese Technologie wurde als nationales Interesse definiert, wird auch bei anderen Technologien passieren, falls diese Technologie interessant ist für dieses Land und falls wir es nicht schaffen, als Industrie eine Vorreiterrolle einzunehmen. So, warum müssen wir das machen? Wir sehen ganz klar, dass das Thema Effizienz und Produktivität trotz aller neuer Technologien in den letzten Jahren massiv zurückgegangen ist. Also wenn wir jetzt vom Tunnelbau sprechen, diese Vortriebsleistungen, die man im maschinellen Tunnelbau in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren erreicht hat, sind heute weit, weit weg. Weit weg. Aus ganz verschiedenen Gründen schaffen wir es eigentlich nicht mehr, in diese
in diese Zahlen zu erreichen. Und wir haben sehr, sehr viel Verschwendung heutzutage. Zwei Unterpunkte dazu. Eine große Verschwendung gibt es bereits in der Genehmigungszeit. Egal ob Deutschland, Österreich, Italien, können wir alle in einen Topf schmeißen. Es dauert viel zu lange. Die Schweiz ist etwas besser, muss man wirklich sagen, mit ihren Volksbefragungen. Ziehen Sie das dann durch. In den anderen genannten Ländern ist man immer abhängig, wie die Regierung gerade tickt. Dann ist man pro, das Projekt wird vorangetrieben, nächste Regierung ist dagegen, dann wird es wieder gestoppt. Und deswegen dauert es halt 50 Jahre, bis irgendwann mal ein Projekt entsteht. Sollte der Brenner Basistunnel 2032 fertig sein, dann wird uns das wenigen nützen, weil auf der deutschen Seite die Deutsche Bahn, Umfahrung Rosenheim und so weiter, vielleicht irgendwann mal 2050 fertigstellen wird. Und wenn wir heute von 2050 sprechen, dann wissen wir alle, dass das nicht zutreffen wird. Das Zweite, oder zusammenfassend diesen Punkt, es muss uns eigentlich gelingen, dass wir ein Projekt in einer Legislaturperiode genehmigungsfähig machen. Und das wird nur passieren, wenn wir digital arbeiten, wenn wir diese sequentiellen Projektgenehmigungsthemen einfach eliminieren und Menschen parallel gleichzeitig an Modellen arbeiten können und nicht diesen bürokratischen Wahnsinn, den wir seit vielen Jahren haben, weitertreiben. Das Zweite, das ist das Thema Unzufriedenheit bei der ganzen Bau- und Projektabwicklung. Ich kenne mittlerweile kein Projekt mehr, wo nicht gestritten wird. Wir können nach Garmisch schauen, zum Kramertunnel, wir können zum Brenner Basistunnel schauen, wir können auch auf kleine Kreisverkehrsbaustellen schauen. Es wird gestritten. Und wir stehen immer auf der Bühne und sprechen von partnerschaftlichen Projektabwicklungen. Aber es ist reines Wunschdenken, wenn wir nichts ändern. Und es kommt was dazu, die jungen Leute sind müde davon. Die gehen nicht in unsere Industrie, wenn sie streiten müssen. Warum? Es ist viel attraktiver, wenn man Online-Marketing betreibt und vom Homeoffice aus irgendwelche Dinge erledigen kann. Man begibt sich nicht mehr freiwillig auf Baustellen und streitet, so wie diese Kultur, die wir ja alle selber gezüchtet haben, leider ist. Minimierung der Projektrisiken. Welche Firmen bauen noch Tunnel in Zukunft? Es gibt heute schon nicht mehr viele und es gibt immer weniger. Warum? Weil die Risiken im Verhältnis zu hoch sind. Die Strabag ist ein sehr positives Beispiel, was Umsatz und Gewinn betrifft, die im Tunnelbau tätig sind, dank einiger Großprojekte. Aber ganz viele kleine und mittelständische Baufirmen müssen schauen, dass sie kein Geld verlieren im Tunnelbau. Es wird kein Geld gewonnen. Und wenn sich dieser Umstand nicht kein Geld verdient, wenn sich dieser Umstand nicht ändert, dann werden uns diese Firmen wegbrechen. Und dann ist die Frage, wer baut in Zukunft noch Tunnel? Risiko minimieren. Fachkräftemangel, ganz klar. Wir finden niemanden mehr, der diese Arbeit macht. Es ist nicht attraktiv, mit Gummistiefeln und am Abend dreckig zu sein. Diese Mentalität, diese Haruk-Mentalität haben wir nicht mehr. Es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Gerade im Dachraum, wir sind nicht mehr hungrig, wie andere Länder sind. Und deswegen finden wir auch keine Nachwuchskräfte mehr, die in den Tunnelbau gehen. Und da müssen wir was ändern. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, dass wir zumindest unsere Industrie so attraktiv machen. Unsere Hausaufgaben müssen wir erledigen. Und natürlich Umwelt, wir haben heute schon viel darüber gehört. Wir haben eine Verantwortung für diesen Planeten und wir müssen dieser bestmöglich gerecht werden. Wie sollen wir das jetzt anstellen? Wie sollen wir das machen? Es braucht neue Vertrags- und Abrechnungsmodelle, das wird auch seit vielen Jahren proklamiert. Es gibt aber einige ganz gute Versuche, die gestartet sind, Allianzverträge und so weiter. Und diese müssen peu à peu weiterentwickelt werden, ausprobiert werden, aus Fehlern gelernt und optimiert werden. Dieses Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, und ich spreche jetzt, wie gesagt, vom Tunnelbau und vielleicht dort eine Sicht auf Großprojekte. Das Verhältnis ist einfach zerstört zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Es ist ein Misstrauen da, das dem Grunde nach als erstes das Baubüro betritt, bevor überhaupt sonst irgendwas zutage tritt. Und deswegen braucht es dort einfach Open Mind, einen neuen Versuch des Vertrauensaufbaus, aufeinander zugehen und in Zukunft dieses Projektziel im Auge zu haben, und das geht nur, wenn wir auch die vertraglichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Es braucht Anreizsysteme für diesen gemeinsamen Projekterfolg, nicht 1000 Kostenstellen auf dem Projekt, sondern das Projekt ist die Kostenstelle. Und es geht nur, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Der Bauherr
muss nicht die Verschwendung des Auftragnehmers zahlen, aber der Bauherr muss verstehen, dass die Bauleistung vernünftig vergütet werden muss, damit der Auftragnehmer auch was verdient. Das ist zum Schluss ja auch sein Ziel. Wir haben sehr viele singuläre Lösungen. Und wenn wir rausgehen auf die Messe, ich bin begeistert, das zu sehen, was hier geboten wird. Die Aufgabe wird es jetzt sein, diese ganzen Teilerfolge, diese Teilsysteme, die hervorragend funktionieren, miteinander zu verknüpfen und das Ganze zu einem großen und Ganzen werden lassen. Denn ansonsten riskieren wir, dass diese singulären Applikationen sich gegenseitig mehr ausbremsen, weil der Wirkungsgrad einfach nicht erhöht wird. Die Prozesse müssen aufeinander abgestimmt sein. Dass wir neue Baustoffe entwickeln müssen, dass der Zement immer noch ein Problem ist, das, glaube ich, braucht an dieser Stelle nicht gesondert erwähnt zu werden. Dass die Branche an Attraktivität steigen muss, auch nicht. Wir können die Studienzahlen an den Hochschulen beobachten, wir können die Ausbildungszahlen im Handwerk beobachten und da müssen wir was tun. Entwicklung neuer innovativer Technologien. Ich wünsche es Christoph Müller, der hinten steht, von Herzen, dass sich sein Produkt virtuell ein autonom fahrendes, alternativ angetriebenes Multiservice-Vehikel für den Transport von Tübingen am Markt durchsetzt. Weil zum Schluss hatte er den Mut, gemeinsam mit der Firma Jägerbau aus Schrunz in Vorarlberg, sich in diesen Markt zu schmeißen und Neues zu probieren. Und Mut muss belohnt werden. Mut bedeutet Risiko und kein Unternehmertum ohne Risiko. Und deswegen, es braucht mehr Versuche, es braucht mehr Initiativen und diese Inputs kommen ganz oft von branchenfremden Menschen und Beteiligten. Bürokratie, ich meine, Italien, ich bin leidgeplagt, weil ich glaube, Italien ist noch weit schlimmer wie Deutschland, aber auch Deutschland ist ganz vorne mit dabei. Es muss uns gelingen, diese Bürokratie zu erleichtern, weil wenn wir daran ersticken, dann können wir lang darüber diskutieren, dass die Deutsche Bahn sich entschlossen hat, x Milliarden in die Sanierung von bestehenden Bahntrassen zu investieren. Wenn immer 400 Meter lange Abschnitte ausgeschrieben werden oder 300 Meter lange Abschnitte ausgeschrieben werden und dafür soll man Maschinen entwickeln, das wird nicht funktionieren. Und wenn wir vorschlagen, dass es Rahmenverträge braucht, damit man dieses Equipment auf mehr kleine Tunnel abschreiben kann, dann ist uns die Bürokratie im Weg. Aber die Bürokratie darf nicht das Wachstum und die Innovationsfähigkeit eines Landes bremsen. Und eine Einladung an alle, über den Tellerrand hinausschauen und das Projekt ganzheitlich zu betrachten. Wie versuchen wir es im Tunnelbau? Wir versuchen, digitale Modelle zu erstellen, die von der Projektidee bis zur Erneuerung Teil des Projektes sind. Wenn wir uns mit Auswahl von Maschinen beschäftigen, welche Maschine ist geeignet, einen Tunnel aufzufahren, dann verbraten wir 90% der Zeit mit dem Zusammenpflücken von irgendwelchen geologischen, geotechnischen Aufschlüssen, die über 10 Jahre gesammelt wurden. Und kein Mensch findet sie. Und deswegen braucht es einen Mut, dass wir auch diese klassischen Systeme, dieses 2D, dass wir uns trauen, das abzuschaffen, weil das ganze Thema Building Information Modeling oder Tunnel Information Modeling wird sich nie durchsetzen, solange beide Verfahren parallel laufen. Und diese ganzen Versprechungen, dass BIM verpflichtend ist für Infrastrukturprojekte ab einer gewissen Größenordnung, das mag sein, aber solange es kein einheitliches Verständnis gibt, dass dieses BIM auch ein I hat und I bedeutet Informationsmanagement, bleibt es eben bei diesen sogenannten leeren Versprechungen. Wir versuchen, diese Ganzheitlichkeit anhand von 4 Modellen aufzubauen. Nur als Beispiel, es gibt nicht ein BIM-Modell einer Tunnelbaustelle, sondern es setzt sich aus vielen Teilmodellen zusammen. Einmal ein Bauwerksmodell, wie wir es aus dem klassischen Hochbau kennen. Das nächste ein Baugrundmodell. Der Baugrund hat diesen wahnsinnigen Einfluss auf den Tunnelbau. Der Tunnelbau hat ja eine Eigenheit, diese Komplexität, die ist ja nicht den einzelnen Fachdisziplinen geschuldet. Das reine Hydraulische einer Tunnelbohrmaschine ist einfach, das reine Elektrische auch, der Stahlbau auch. Das Schwierige ist das Zusammensetzen von all diesen Themen in Interaktion mit dem Gebirge und in Interaktion mit den Menschen, die diese Maschine bedienen. Und deswegen müssen wir hier auch diese Teilbetrachtungen anstellen. Dann ein Baustellenmodell,
der Wunschgedanke wäre, wir bauen zuerst virtuell und dann real, weil solange wir eben noch nicht 3 Schichten auf der Baustelle haben mit jeweils 15 Menschen, sind die Kosten noch überschaubar. Wenn das Personal dann mal da ist, falls wir noch eins finden, und die Uhr läuft, dann wird es teuer. Und zum Schluss müssen wir es zusammenhängen mit einem Bauvertragsmodell. Wir sind imstande, mit Scans so realitätsnahe Aufnahmen zu machen. Und was machen wir mit denen? Nichts. Aber wir könnten mit diesen abrechnen beispielsweise. Warum müssen wir noch hergehen und dann nachmessen, wenn man heutzutage mit diesen tollen technologischen Möglichkeiten eigentlich alle Voraussetzungen hätte? Diese digitalen Zwillinge, die man erstellt, die haben natürlich einen breiten Nutzen, wie beispielsweise für die Revitalisierung von Projekten. Wir können Informationen hinterlegen, welches Material sollte durch dasselbe Material ersetzt werden und welches durch ein anderes. So, was machen wir? Was müssen wir machen? Wir müssen start small, think big. Wir brauchen eine Vision, wo die Bauindustrie, und ich spreche jetzt wieder vom Infrastruktur- und Tunnelbau, aber ich glaube, es gilt generell für die ganze Bauindustrie, wo soll die Bauindustrie hinlaufen? Und es gibt keinen Erfolg ohne eine Vision. Wir müssen uns mit dem Gedanken beschäftigen, wo soll die Entwicklung hingehen, und dann kleine Schritte setzen, Zwischenziele setzen. Lassen Sie uns gemeinsam beginnen, ein Schritt nach dem anderen. Wir müssen Dinge ausprobieren. Wir dürfen keine Versprechungen machen, 2050 sind wir partnerschaftlich unterwegs, sind wir klimaneutral unterwegs und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen wissen, was ist 2024, was ist 2025, immer im Hinblick auf die Vision, aber kleine Zwischenschritte setzen. Wir investieren nicht mehr in Forschung. Der Brenner Basistunnel, mein Lieblingsbeispiel, ist ein Projekt von 10 Milliarden Euro und wir investieren nichts in Forschung, weil es zählt nur der billigste Preis. Und solange nur der billigste Preis zählt, werden wir nicht mehr forschen, werden wir nicht mehr innovativ sein und dann folgt daraus, dass uns andere Länder davon laufen. Wir müssen damit beginnen, nicht warten, bis einer anfängt, sondern hier sind wahnsinnig viele clevere, intelligente Leute, hier draußen an den Ständen, einfach anfangen, gemeinsam anfangen und beginnen. Ich für meinen Teil habe es gemacht oder bin dabei, es zu machen, habe deswegen ein eigenes Unternehmen gegründet. Mit einigen Mitstreitern möchten wir den maschinellen Tunnelbau revolutionieren, aus einem einfachen Grund, weil wir uns diese Verschwendung nicht mehr leisten können. Und falls jemand irgendeinen tollen Input hat, wie wir das gemeinsam schaffen können, dann sind alle herzlich eingeladen. Ich bin für jeden Input dankbar, möchte mich für die Gelegenheit dieses Vortrags bedanken und Ihnen allen alles Gute wünschen. Vielen Dank. Prima. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Flora. Wir haben auch noch Zeit für ein, zwei Fragen, die uns das Publikum gestellt hat. Kommen Sie ruhig in die Mitte, bitteschön. Genau. Und zwar, wenn wir kurz die Fragen sehen können. Es ist eine Frage gestellt worden, und zwar, brauchen die großen Unternehmen der Branche, brauchen die mehr Zeit oder mehr Willen, um die Branche neu zu erfinden? Klar. Auch wenn wir das Beispiel vom Herrn Pfefferkorn anschauen, also ein Startup mit dieser Innovationskraft und mit diesem absoluten Willen, was zu bewegen, tut sich leichter wie ein großes Unternehmen. Aber wir finden in jedem großen Unternehmen einzelne Teams, die denselben Willen haben. Das Problem, und jeder, der in einem großen Unternehmen tätig ist oder tätig war, weiß es, dass man dort mehr Hürden hat und nicht überall offene Türen einrennt, und es gilt, Mitstreiter zu finden, wenn die Idee auf positive Resonanz stößt, dann wird man Menschen finden, die mit sie umsetzen, und ansonsten bleibt der Weg in die Selbstständigkeit. Okay, gut, klare Aussage. Wir haben noch eine weitere Frage, und zwar ist hier ausgeführt worden, zusammenfassend kann man sagen, dass die Neudefinition der Bauindustrie sozusagen eine Kombination aus Innovation, Nachhaltigkeit und Effizienz erfordert. Was sagen Sie dazu, beziehungsweise auch anknüpfend an die Frage von eben, könnte es sein, dass vielleicht deswegen kleine Unternehmen auf der Strecke bleiben? Ich glaube nicht, die kleinen Unternehmen sind die Schnellboote, die diese Innovation absolut vorantreiben. Man merkt auch, dass sich die Kultur großer Unternehmen geändert hat, dass sie sich gerne diese kleinen Schnellboote als Startups dazu holen, vielleicht dann irgendwann mal auch eingliedern, und dann ist das Schnellboot nur mehr halb so schnell. Aber die Zusammenfassung ist sehr gut. Ich würde sagen, es braucht noch Mut dazu, auch Mut, was falsch zu machen,
Mut zu scheitern, das gehört auch dazu. In Amerika wäre das kein Problem. Bei uns ist Scheitern immer noch ein Todesurteil und das, glaube ich, muss sich auch ändern. So, Fehler müssen verziehen werden. Und wenn wir da noch Mut dazu nehmen, dann glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Definition. Sie haben eben auch schon über Startups gesprochen. Ist das etwas, wie die Baubranche beispielsweise attraktiver für junge Personen in der Industrie werden könnte? Oder ist das ein Garant dafür? Die Startups tragen sicher, können einen Teil dazu beitragen und tragen bereits einen Teil dazu bei. Ich glaube, man muss mit diesem Dogma aufhören. Wir machen das so, weil wir es immer schon so gemacht haben. Und wenn das wegfällt, dann sind wir schon weit, weit viel attraktiver für junge Leute, weil es ist ganz spannend zu sehen, manchmal in Diskussionen mit Masterstudenten, die wirklich keine Ahnung haben, noch keine Ahnung haben von unserem Geschäft. Aber es kommt manchmal so ein Input, wo man denkt, Wahnsinn, jetzt sind wir seit, keine Ahnung, 25 Jahren in dem Geschäft und haben noch nicht einmal dran gedacht. Und diese Ideen, die muss man zulassen. Wenn diese Idee abgewiesen wird, dann sind wir unattraktiv. Aber die Idee anhören, vielleicht ist es auch ein Blödsinn. Aber von 10 solchen Kommentaren ist eine zündende Idee dabei. Prima, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Flora, Dankeschön. Für Ihre Ausführungen und auch für die Beantwortung der Fragen. Dankeschön. Das ist ein Applaus wert. Applaus